Der, der nächste, der jetzt kommt, der kommt auch aus Hamburg. Yeah! War für uns finanziell sehr cool. Wir haben sie beide in die gleiche Mitfahrgelegenheit gepackt. Ja, mit 12 Albaner in einem Smart, Riesennummer. Für 8 Euro waren sie beide hier. Hier ist aus Hamburg, Thorsten Bär! Nightwash. Ja, moin moin Köln. Läuft, das ist schön. Ja, Thorsten Bär ist mein Name. Die Damen dürfen ruhig Bärchen zu mir sagen. Du heißt wie? Jenny. Jenny. Wo kommst du her, Jenny? Aus Köln. Welcher Stadtteil? Ja, Frechen. Frechen. Wie ist das erste Mal für dich mit fließend Wasser und Strom hier heute? Wer war von euch schon mal in Hamburg? Kurzes Handzeichen. Wir gehen eine Stufe höher, Reeperbahn. Herbertstraße. Alle Frauen, die jetzt den Arm heben. Also Frechen für dich, so die Herbertstraße ist so eine Shopping-Mall für Männer. Ja, wie gesagt, Thorsten Bär, ich habe hier mal in Köln gelebt, 5 Jahre lang. Und kriegst die 20 Euro nachher, stark. Und ich habe studiert an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und alle fragen sich gerade, wann war das? Das ist so, ich habe nicht nur Sport studiert, sondern auch Journalismus. Ne? Und ich wusste schon mit... Ah, guck mal, noch einer. Verdienst nichts, vergiss es. Ich habe mit 12 Jahren... Ich wusste, Journalismus ist mein Ding. Ich habe mit 12 Jahren schon vorm Spiegel gestanden und habe gemerkt, Thorsten, du bist mehr so der Typ Radiogesicht. Was gibt's denn da jetzt? Ich mal ganz im Ernst, ne? Ich habe mich letztens, hatte ich das auch, ich habe mich mit einem Mädel unterhalten an der Bar und habe gesagt, komm, wir machen mal das lustige Spiel, was mache ich beruflich? Und sie so, ja, bist schon mal kein Model. Weißt du, die war komplett überschminkt. Da sag ich doch auch nicht, läuft jetzt über dein Gesicht ein Chamäleon, hat's danach Burnout. Kumpel von mir hat letztens gesagt, Thorsten, jeder Topf sucht seinen Deckel. Solange du den nicht gefunden hast, nimmst du Alufolie. Mit dem gehe ich immer feiern, ne? Wenn wir mal einen trinken und gehen, der ist ja auch immer schwer unterwegs. Der macht gerade die Wodka-Diät, verliere 3 Tage in einer Woche. Letztens waren wir beim Spieleabend, dürfen wir nicht mehr hin. Ich so zu ihm, anderes Wort für Jungfrau, eher Startloch. Mit dem war ich letztens in der Disco, wir stehen in der Schlange, Mädels verteilen Kaugummis. Er kriegt auch ein Angebot, na, willst du einen Kaugummi, ist mit Zitrone? Er so, nee, ich habe einen eigenen Geschmack, Bacon-Zwiebel-Mett. Ich so, und wie fliegst du innerhalb von 2 Minuten aus der Disco raus, obwohl du schon am Türsteher vorbei bist? Mädel kommt auf ihn zu und meint so, na, tanzen? Und er so, nö, ich bin mehr so der Ficker. Ich lebe seit 9 Jahren jetzt in Hamburg mit Migrationshintergrund. Von meiner Sorte gibt es wenige. Ich bin ein Hesse. Yeah. Ja, 2 Stück, jawohl, alle anderen so. Vielleicht können wir die Stelle nochmal machen. Ihr merkt euch Hessen und stellt euch einfach Las Vegas vor. Das wäre total fantastisch. Ich spule nochmal zurück. Ja, ich lebe jetzt seit 9 Jahren in Hamburg mit Migrationshintergrund. Ich bin ein Hesse. Und wir Hessen haben so ein sprachliches Problem. Wir haben im Alphabet haben wir nur ein CH, wir haben kein SCH. Also Frechen. Da fängt es schon an, Frechen. Wenn ich dich ganz romantisch zum Chanson einlade, dann klingt das auf Hessisch so. Mädchen, ich hab Karte fürs Chansang. Und ich bin Journalist, war letztens beim NDR, Tagesschau-Casting. Der Chef, oh, ein Hesse. CH-SCH, mein Probesatz. Guten Abend, meine Damen und Herren. Tschechischer Tscherchesow. Schenk Mesche, Verbrecher, griechischen Arschbecher. Da habe ich gesagt, Freund, das ist ich so, Freundin der Sonne, das ist doch unfair. Die RTL-Moderatorin Katja Burkhardt. Punkt 12. Die muss ja auch nicht sagen, wo ist der Zisterzienser? Systematisieren das sizilianische Zinseszinszusatzgesetz.
Das ist jetzt aber nicht der Grund, warum ich weg bin aus Hessen. Der Grund ist mein Vater, der Schosch. S-C-H-O-S-C-H geschrieben. Der Schosch. So heißt auch unser Hund. Wir haben am Gartenzäunchen so ein Bild. Vater, Hund, drunter Vorsicht vor den bissigen Schoschs. Wenn der Vater mit dem Hund spaziert, wissen die Nachbarn nicht, vor wem sie mehr Angst haben sollen. Ne? Die Mutter hat letztens dem Vater einen Top-Schabbi zum Essen auf den Tisch gestellt. Ne? Und hat dann gemeint, geh jetzt endlich spazieren mit dem Vieh, hat der Hund dann auch gemacht. Und mein Vater, das ist so äußerlich, so ganz tragische, agile, sportliche Typ, so wie Rainer Kallmund. Und das ist so ein, also mein Vater ist Handwerker. Geburtsort steht bei ihm Obi. Zweiter Vorname Bosch. Der George Bosch. Und der macht euch problemlos. Auf dem 34er Kantholz eine 38er Flansch. So, jetzt habe ich 1989 mit dem Vater ein Haus gebaut. Ich und der Vater. Handwerker kommen mit den Faust, die verknorzen mir alles. Ich habe aber zwei linke Hände. Bevor wir angefangen haben mit dem Hausbau, der Vater so, Thorsten, immer wenn du anpackst, ist es so, als würden zwei Leute loslassen. Du bist so hilfreich wie ein Specht mit dem Gummischnabel. Und dann haben wir angefangen, jetzt müsst ihr euch, wir haben alles mit Nut und Feder, die kennt ihr vielleicht, Eltern kennen das noch, so ein bisschen zum Zusammenstecken, so ganz hässliche Bretter, die mussten wir dann einzeln mit der Hand zusägen. Und ich darf ja nichts selbst machen, ich war immer nur halt mal. 50 Kilo Zement, halt mal. Laufende Säge, halt mal. Halt mal ist eigentlich mein zweiter Vorname. Dann haben wir gesägt, jetzt stellt euch vor, so Nut- und Federbretter mit der Stichsäge. Ich war halt mal. Kann bis heute kein Cappuccino trinken. Der Vater sägt. Vater. Festhalten! Und dann haut er mir das Ding voll in den Finger und meint so, jetzt haben wir den Salat. Alles voller Blut. So ein Brettchen kostet 50 Pfennig. Weißt du aber, es geht um so ein neues Land, hat mein Vater überhaupt keine Ahnung. Wenn mein Vater mit dem Buch auf dem Kopf einschläft, ist das für den Facebook. Noch schlimmer war mein Bruder. Mein Bruder ist so ein ganz junger Hip-Hopper, ne, hat so diese Hose, die kam da letztens mit seinem Snowboard im Dezember, kam mit diesen Hosen. Mein Vater so, hast du in die Hose gekackt oder was? Und kannst du mir mal sagen, warum du das Brett von deinem Kopf abgeschraubt hast und hast es unter der Arm geklemmt? Mein Bruder, Vater, du hast keine Ahnung. Wir fahren zum Borden nach Stanton, St. Anton. Dauert ein bisschen, ist nicht so schlimm, das ist. Ich so, ich habe demnächst zwei Auftritte in Nordrhein-Westfalen. Der eine ist in Eaton, Essen. Und der andere in W. Upper Valley, Wuppertal. Rectal City, Darmstadt. Future Venture, Fuerteventura. Und meine Eltern werden älter. Und wenn Eltern älter werden, dann werden die komisch. Meine Mama, mit der muss ich telefonieren, die hört nichts. Der muss ich am Telefon, wenn ich mit der... Weißt du, die hört mir am Telefon nicht mehr zu bei meiner Geschichte. Die bereitet ihre nächste Geschichte schon vor. Ich habe sie heute angerufen und habe gesagt, Mama, ich darf endlich bei Nightwatch spielen. Sie so, ja, und wir haben Fuchs im Garten. Und er macht mir die ganze Erdbeeren kaputt. Was ich nicht mehr schon machen soll. Das ist so. Vater wollten schon erschießen. Und das ist so das Problem bei meinem Vater. Der hört und sieht nichts. Woran merkst du das? An der Fernsehlautstärke. Wir sind 1993, sind wir bei 18 gestartet. Mittlerweile sind wir bei 45. Die Tagesschau ist ein Heavy-Metal-Konzert. Die Nachbarn haben letztens bei uns geklingelt, ob wir mal wieder ein anderes Programm gucken können. Dass sie mal wieder mitgucken können. Ne? Dann haben wir so eine Couch im Wohnzimmer, da passen drei Leute drauf, also mein Vater. Und so eine kleinere, da sitze ich dann. Der Vater sieht nichts, hört nichts, seppt. Fängt an, pff, ach du Gott, die Schlümpfe sind aber groß geworden. Ist der Vater das Avatar?
Sepp der Weide, Germany's Next Topmodel. Kannst du mir mal sagen, warum ich mir die Sendung angucken soll, wo die Weiber aussehen, als wären sie von deiner Mutter bekocht? Der Vater kocht nicht, der geht nur einkaufen. Wenn ich zu Hause bin, wer darf helfen? Halt mal. Wir gehen in den Supermarkt unten rein, eher so, ich brauche noch Geld. Ein einziger Typ steht vor ihm, tippt die Zahlen ein, der Vater 5, 6, 8, 7, könnte ich mir nicht merken. Und der geht, weißt du, das wird immer peinlicher, mit älteren Leuten einkaufen zu gehen. Der geht rein, dann hatten die beim Lidl so eine Sonderaktion. Sixpack Wasser, 2 Flaschen gratis. Soll ich noch weiter erzählen? Der robbt die 2 Flaschen raus, rennt durch die Kasse, ohne zu bezahlen, und sagt am Ende, wenn ich noch 3 Mal gehe, habe ich ein Sixpack umsonst. Und es ist immer so, wenn ich mit dem Vater einkaufen gehe, 34 Wagen stehen an, Wagen 35 mit dem Vater rollt vor. Das ist für mich das Zeichen, Milchregal verstecken. Der Vater brüllt durch den ganzen Saal, bitte auch an Kasse 2 kommen. 33 Wagen, rüber an Kasse 2. Der Vater mit einem Spurt nach vorne. Und nur noch eine einzige junge Dame steht da und der Vater kann es nicht lassen. Entschuldigung? Ja? Dürfte ich mich vielleicht kurz... Kennen wir uns? Nee? Dürfte ich mich vielleicht kurz vorstellen? Ja? Der Vater nimmt den Wagen. Vielen Dank, das war's von mir. Macht's gut, Dankeschön. Thorsten Bär. Aus Hamburg, Thorsten Bär.